Hallo Freunde, willkommen zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Ja, unerwartet, weil das DLC kam ja letzte Woche erst, beziehungsweise gestern kam das DLC, heute schon die Mods und die Mod-Vorstellung kommt jetzt aber wieder ein bisschen verspätet. Ihr kennt das Spiel ja. Ja, Riesen-Mod-Vorstellung kann man sozusagen sagen. Wir gehen einfach mal durch und fangen einfach mal bei Anhänger an. Da haben wir nämlich bekommen den Lode King Destination Double Hopper mit den zwei Kammern. Da könnt ihr die Hauptfarbe wählen, da könnt ihr die Designfarbe wählen, da geht es um die Plane und die Felgenfarbe könnt ihr wählen. Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Dann geht es weiter mit dem Schwader. Da haben wir den Kuhn SR314 bekommen. Das ist der mit diesen Rechen, der ohne Zapfwelle funktioniert. Auch ganz cool, dass wir den bekommen haben. Und bei Pflug haben wir bekommen den Salford 8312. Das ist dieser riesige, mega große Pflug. Den kennt ihr ja. Und dann haben wir noch eine weitere Marke mit ins Spiel bekommen, die ihr natürlich schon kennt, und zwar unsere guten Freunde von Borgault. Da haben wir einmal die FMS CD 8728 bekommen. Das ist die kleine 8 Meter Sämaschine. Da könnt ihr Michelin und also Michelin und die ganzen Reifen drauf klatschen. Dann haben wir den Borgault 3320-76 Paralink Hoedrill bekommen mit 18 Meter, Quatsch, mit 23,2 Meter. Dazu natürlich die Borgault 7950 Aircard. Das ist der kleine Saatguttank mit den 300.000 Litern. Dann haben wir die Borgault 3420-100 Paralink Hoedrill mit 30 Meter bekommen. Und dann den großen Tank natürlich, das ist der Borgault 7100 Aircard. Das ist der 400.000 Liter Korntank. Dann haben wir den Borgault SPS 360-40 bekommen. Das ist der Grubber mit 12 Meter. Und den Borgault XR 770 Harrow. Das ist der Striegel, den ihr von 21 auf 27 Meter verlängern könnt. Ja, da bin ich echt froh, dass der wieder gekommen ist, der Riesenstriegel, weil der erspart richtig viel Geld. Mit der riesigen Meterzahl könnt ihr dann auch auf Spritzen verzichten und ihr zahlt einmal diese 60.000 und müsst nicht spritzen, wo ihr jedes Mal Pflanzenschutz kaufen müsst, aber ihr habt trotzdem eine ordentliche Arbeitsbreite. Ja, schauen wir uns den ganzen Spaß natürlich an. Fangen wir mal hier mit dem Schwader an. Den kennt ihr natürlich alle schon. Der Pastor funktioniert wunderbar. Machen wir direkt weiter hier mit dem 12-Meter-Grubber. Das sind richtige Kolosse, die Dinger. Richtig geil. Dann haben wir hier den Salford-Pflug. Kennen wir natürlich auch schon. Da brauchen wir jetzt nicht viel zu sagen. Genauso auch hier die kleine Sämaschine von Borgold. Dann den Lode King mit den zwei Kammern. Ich habe den jetzt natürlich zugelassen, aber ihr seht hier unten zwei Auslässer. Das sind nämlich zweimal zwei Kammern. Da könnt ihr zwei verschiedene Dinge laden. Beziehungsweise vorne Saatgut, hinten Dünger. Und dann über diese Siebe bei den Sämaschinen. Warte mal, bei der anderen habe ich es ausgeklappt. Drüber fahren. Und dann direkt die Sämaschine damit betanken. Also sprich, ihr fahrt da mit dem Zwei-Kammern-Kipper hin und klatscht einmal Saatgut und dann fahrt ihr den Trichter auf die andere Seite und haut Dünger rein. Und jetzt, wenn wir hier eh schon sind, gehen wir hier mal bei der kleinen Sämaschine, in Anführungszeichen kleine Sämaschine hin. Hier mit dem fetten Tank. Und hier haben wir die große, die habe ich jetzt natürlich nicht ausgeklappt, mit den 30 Metern. Und dem großen Saatguttank, richtiges Gewaltteil. Und dann haben wir hier noch den Striegel, der ist auch der kleine Ausführung. Auch richtig geil. Ich freue mich, dass sie die Dinger hier in LS wieder geschafft haben, die Borgol-Dinger. Und will die auf jeden Fall auch sehr gerne benutzen, irgendwann mal, wenn man ein Feld hat, was das Ganze
zulässt, mit sowas zu fahren, das ist dann schon Next Level. Weil ich finde, sowas macht erst Sinn auf einem Feld, wo du mehr als zwei Bahnen fährst, damit das Feld fertig ist. Dann macht sowas Sinn. Aber egal, wenn nicht, dann fahren wir nur zwei Bahnen. Ich habe auf jeden Fall Bock, das Ding mal zu besitzen. Aber dieses Gespann kostet ja schon fast eine Mille zusammen. Und dann brauchst du ja noch irgendeinen Bulldog. Ich wollte das Zeug eigentlich mit dem Fast-Track herfahren, aber der hat die große nicht mehr gepackt. Dann habe ich hier den T9 Ketten kurzfristig mal hier ran geschafft. Na, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, es geht weiter mit den Mods. Also mal ganz kurz erwähnt, na, was mir persönlich noch fehlen würde, wäre das Holmatera Variant Pack, das IT Runner Pack, der JCB Radlader und der JCB Kompaktlader. Würde mir noch fehlen. Eventuell Steyr Bulldogs, Steyr Profi und Steyr Terrus. Wäre ganz cool. Würde mir noch irgendwas fehlen? Jetzt auf die Schnelle eigentlich nichts. Vielleicht noch die Holmer Rübensache. Wäre noch ganz cool. Rübenmaus, Rübenroder. Aber ansonsten fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein, was mir noch fehlen würde. Aber ganz wichtig, meine, also am liebsten sofort wäre das IT Runner Pack. Auf das hätte ich am meisten Bock jetzt. Ich hoffe, dass das noch kommt. Ansonsten werde ich mich da mit einem anderen Mod behelfen. Ihr wisst ja, dass ich viel mit Giant Standard Mods spiele auf meinem Spielstand und wenig mit Mods, weil ich einfach dieses Standardspiel genießen will. Das ganze Mod-Technische, das mache ich ja dann immer in den Let's Play-Spielständen, wo wir wirklich viele Mods benutzen. Ja, ansonsten, das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.